Hallo, ich bin Carsten in Hövelhof. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich und die Ems auf den nächsten Tagen begleiten. Ich bin mit meinen Eltern nach Hövelhof gefahren, beziehungsweise habe mein Fahrrad in mein Auto gepackt. Meine Eltern fahren dann nachher mit meinem Auto nach Hause und ich fahre dann die Ems weiter. Ja, wer den Ems-Radweg nicht kennt, so 380 Kilometer. In manchen Literaturen steht auch knapp unter 400 Kilometer, also sucht euch was aus, irgendwie so in dem Rahmen wird es sein. Ja, hier unter mir fließt sie nun noch, die junge Ems. Ja, wir haben am Informationszentrum geparkt und sind dann hier die 800 Meter zur Quelle gelaufen, weil wenn, dann will ich auch direkt an der Quelle starten. Jetzt geht es dann wieder zurück zum Parkplatz. Dann werde ich in aller Seelenruhe mein Auto ausladen. Und dann geht es los Richtung Hövelhof. Durch den Ort durch. Und dann Richtung Warendorf. Da habe ich den ersten Campingplatz geplant. Knapp unter 100 Kilometer sind es dann für heute. Ja, und dann schauen wir mal, was die nächsten Tage so bringen. Also, wenn ihr Lust habt, dann bleibt ihr dran und kommt mit. Ja, und das ist das Logo, dem ich jetzt auf den nächsten Tagen folgen werde. Ja, da hinten fährt mein Auto. Und ich schaue mir jetzt hier noch mal ein bisschen das Informationszentrum an. Okay, gut zu wissen. Ich meine, mir ist es egal. Hier gibt es eine E-Bike-Ladestation. Aber hier gibt es auch Toiletten. Keine Ahnung, ob die jetzt schon auf sind, weil das Informationszentrum ist noch geschlossen. Ja, das Informationszentrum macht erst um 9 Uhr auf. Wir haben es jetzt 8:30 oder so. Ich denke mal, dafür warte ich jetzt nicht. Jetzt geht es auf jeden Fall erstmal Richtung Hövelhof. Garmin hat jetzt schon gepiepst, da vorne geht es gleich links. Ja, zur Info. Ich bin mit einem neuen Navi unterwegs, das Garmin Edge 830 ist es jetzt geworden, weil mein Sigma ROX 12 wurde einfach von keinem Computer mehr erkannt. Ich habe es an drei verschiedenen Rechnern probiert mit fünf verschiedenen USB-Kabeln, also keine Ahnung, ob da die Buchse im Gerät selber einen weg hatte, weiß ich jetzt nicht. Ja, ist jetzt meine erste Tour mit einem runtergeladenen Track mit dem Garmin. Ich habe jetzt eine Woche auf dem Weg zur Arbeit ausprobiert. Aber das ist natürlich kein Vergleich. So, dann bin ich gleich schon in Hövelhof. Die ersten Häuser sind schon da. Oder ich sehe schon die ersten Häuser, sagen wir so. Die waren auch vor mir schon da. Ja, ich habe gerade festgestellt, ich Idiot, habe meine Fahrradbrille im Auto liegen lassen. Jetzt muss ich mal sehen, dass ich irgendwo
wenigstens eine Sonnenbrille herbekommen. Weil ja, da kriege ich schon Probleme mit Zug am Auge, wenn ich ganz ohne Brille fahre. Na gut, lassen wir uns erstmal überraschen, was hier noch so kommt. Vielleicht kommt da irgendwo eine Drogerie, dann werde ich schon was finden. Oder irgendein Sportgeschäft. Schauen wir mal. Ja, hier am Bahnhof, Hübelhof, werden auch viele starten. Ich wäre auch eigentlich ganz gerne mit dem Zug nach hier gefahren. Aber das wäre, ich wäre erst irgendwann nach 10, kurz nach 10 hier gewesen. Und ich wollte aber auch ganz gerne direkt an der Quelle starten und von daher halt die Variante mit dem Auto. So, dann soll es gleich 150 Meter rechts den Wanderweg gehen. Ja, komisch. Ich bin aber mit dem Fahrrad. Ja, ich schaue gerade hier im Hübelhof schon, ob hier irgendwo was brillenmäßig. Rossmann wäre hier zumindest. So, von Hübelhof aus ging es erstmal an der Straße entlang. So ein kurzes Stück Feldstraße. Und jetzt ging es dann von der Landstraße dann wieder ab Richtung Naturschutzgebiet Steinhorster Becken. Ja, wie ich vorhin auf der Feldstraße da gefahren bin, auf dem Feldweg, fuhr vor mir ein LKW her und ich habe direkt Dreck in den Augen gehabt. Also Priorität heute ist Brille finden. Und wenn es nur eine einfache Sonnenbrille ist. Ja, bis jetzt muss man sagen, fahre ich die ganze Zeit so Geschwindigkeiten 18 km/h aufwärts und gefühlt läuft das Rad fast von alleine. Also wenn ich so bis nach Emden komme, upsala, einmal Zickzack-Schikane, wenn ich so bis nach Emden komme, dann ist das ja Wellness. Ja, hier neben dem Feldweg fließt ein Gewässer. Ich weiß aber nicht, ob es nur ein Wassergraben ist oder die Ems. Zeigt das Garmin mir nicht an, was es ist. Nur als blauen Strich. Und ich habe jetzt auch gerade keine Lust anzuhalten. Läuft gerade gut. Bin mal gespannt, welcher größere Ort als nächstes kommt. Ich versuche mir immer die Touren nicht zu sehr vorher anzuschauen, dass ich auch immer ein bisschen den Überraschungseffekt habe, wo ich überall lang komme. So, hier geht's noch nach rechts wieder. Ja, ein bisschen wärmer dürfte sein, 8,6 Grad, sagt der Fahrradtacho. Ich war am Überlegen, nimmst du die dünnere Fahrradjacke oder die dickere Fahrradjacke mit? Ich habe die dünnere mitgenommen. Aber ich habe gestern noch mal in den Wetterbericht geschaut. Sah eigentlich ganz gut aus. Naja, was soll's. So, dann geht's gleich noch mal wieder 200 Meter nach links.
Ich sehe da nur keine Straße. Egal, dann fahren wir über das Feld. Ach da. Westerwiehe scheint der nächste Ort zu sein, in 8,2 Kilometer. Steinhorster Becken kommt vorher. Ja, hier ist ein Vogelbeobachtungsturm. Da gibt ein bisschen was zu sehen hier. Aber ohne Fernglas erkenne ich hier nur Gänse. Ja, das hier ist dann wohl, denke ich mal, das Steinhorster Becken. Und auch hier sind schon die Deichpfleger im Einsatz. Moin! Wobei wir ja noch gar nicht wirklich am Deich sind. Da sind ja aber ein paar ganz bunte dabei. So, Steinhorster Becken haben wir jetzt hinter uns. Und jetzt geht es weiter Richtung Schöning Tierpark. Dann lassen wir uns mal überraschen, ob wir da wirklich hinkommen. Ja, jetzt geht's hier dann mal ein Stückchen an der Ems entlang. Mal endlich. Ich habe gerade mal kurz auf einer Bank ein kleines Päuschen gemacht und einen Riegel gegessen. Ich werde mal gucken, in Riedberg wird bestimmt ein Bäcker oder irgendein Laden sein. Dann mache ich nachher nochmal ein Päuschen. Und ja, ganz wichtig, die Brille. Jetzt bin ich hier bei Riedberg. Riesige Feuchtgebiete hier von der Ems und natürlich auch Brutgebiet. Haubentaucher. Ich glaube, das war zumindest, dass es einer war. Kann mich auch täuschen. So. Riedberg scheint ja ein bisschen größer zu sein. Dann gucke ich mal. Irgendwo wird schon hier eine Sonnenbrille geben. Apropos Sonnenbrille. Die Sonne kommt jetzt langsam raus. Wir haben immerhin schon 9,9 Grad. Aber trotzdem, ich könnte noch ein bisschen mehr gebrauchen. Ich hoffe mal, es geht jetzt hier nicht nur an der Stadt vorbei. Das wäre natürlich jetzt blöd für mich, wenn ich schon oder an den Geschäften vorbei. Na, gucken wir mal. Ah, hier ist ein Freibad. Nee, 10 Grad ist mir zu wenig. Jetzt bin ich hier im historischen Stadtkern von Riedberg. Sieht ganz nett aus. Da wollen wir doch mal hoffen, dass es hier irgendwas gibt. Nach 38 Kilometern habe ich dann die ersten anderen Radreisenden gesehen und die Sonne kommt raus. Das freut mich am allermeisten.
ja, noch irgendwie 5 Kilometer bis Wiedenbrück. Reda stand auch dran. Ich weiß jetzt nicht, ob es durch Wiedenbrück oder durch Reda geht. Oder durch beides. Ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Jetzt bin ich hier langsam in Wiedenbrück angekommen. Zumindest am Ortsrand. In Riedberg habe ich ja vorhin nichts gekriegt. Vielleicht sieht es hier in Wiedenbrück ein bisschen besser aus. Aber hier sieht es nett aus. Oh, 1,80. Also ich muss sagen, ich vermisse die Ems. Also man überquert sie ab und zu mal, aber dass man neben ihr entlang fährt, äußerst selten. So, das Mikrofon von der Funkstrecke oder der Akku von der Funkstrecke ist leer, deshalb den Rest des Tages mit der ZV1. Ja, habe ich gerade jetzt bei der letzten Aufnahme gemerkt oder nach der letzten Aufnahme. Ich habe gerade noch mal ein Päuschen gemacht, habe noch mal einen Riegel nachgeschoben, weil zu essen habe ich ja unterwegs irgendwie nichts gefunden. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Jetzt sind wir gleich in Warendorf und da werde ich ganz bestimmt was finden. Und da ist auch mein Campingplatz, oder denke mal, der ist hinter Warendorf. Ja, dann gucke ich mal eben, wie weit ist es noch? 10 Kilometer bis zum Ziel. Da werden ein bisschen mehr werden, weil ich denke mal, ich werde mir im Warendorf vielleicht noch was anschauen und noch ein bisschen einkaufen. Wir haben es jetzt 3:15. Ich denke mal, kurz nach 3, 3:15 spätestens bin ich dann im Warendorf und dann noch eben was einkaufen. Schauen wir mal. Ja, in Warendorf kam dann direkt ein Netto. Habe ich direkt eingekauft. Jetzt habe ich noch irgendwie 2 Kilometer oder so. Ja, schon wieder Satz mit X. Der Campingplatz nimmt gar keine Tagesgäste, Touristengäste. Nur Dauerplatz. Aber ich habe das im Internet gar nicht gesehen. Ich weiß, keine Ahnung. Habe ich nicht richtig geguckt. Ja, Alternative. Der Campingplatz Sonnenwiese in Techte. Da war ich ja schon mal. Auf Techte stand da gerade ein Schild. 16 Kilometer. Der Campingplatz ist so 3 Kilometer vorher, also ein bisschen unter einer Stunde, 3/4 Stunde, sowas sollte ich da sein. Man soll ja immer das Positive sehen. Positive ist, ich habe dann morgen auf jeden Fall weniger als 80 Kilometer zu fahren. Sonst wären es auch irgendwas zwischen 90 und 100 gewesen. Ja, die Hälfte müsste ich jetzt weg haben. Die Hälfte der Strecke Richtung Techte. Wenn ich jetzt so richtig überschlag. Gehe ich mal davon aus, 4-5 Kilometer noch bis zum Campingplatz. Aber den muss ich dann, weiß ich nicht, ob ich den von hier aus direkt finde. Oder ob ich suchen muss. Aber gut, dass ich schon mal da war. Weil der ist eben ein bisschen versteckt. Ich finde es eh nicht ganz so leicht.
So, ich habe jetzt die Adresse vom Campingplatz ins Navi eingegeben. Ich hatte zuerst den Track für morgen geladen, weil ich dann wenigstens den größten Teil des Weges fahre. Aber wenn ich sage, ich fahre den Emsradweg, dann will ich ihn auch schon so ziemlich fahren. Sind 1,8 Kilometer von da, wo ich gerade wieder losgefahren bin. Also kann nicht mehr allzu lange dauern. Kann nicht mehr allzu weit weg sein. Aber ich glaube, ich bin auch immer noch auf dem Emsradweg. Also von daher, ja, ich weiß, dass er in der Nähe vom Emsradweg liegt, also der Campingplatz. Nur jetzt, wie nah oder wie weit, das habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, ich hoffe mal, dass da dann jetzt auch alles klappt. Sonst hätte ich ein Problem. Jetzt müsste ich mir irgendwas zum Wildcampen suchen. Und dafür ist die Gegend hier nicht so toll. Zumal wir haben es auch noch recht früh. Wir sind jetzt gerade mal kurz nach 4:30. Das heißt, das dauert noch, bis es dunkel wird. So, immer noch geradeaus.